Jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten Erde ist, ist ein Geschöpf Gottes und Gott arbeitet an jedem einzelnen Menschen, mit jedem individuell, auch mit den Nichtchristen. Denkt doch nicht, dass die Christen besser sind. Nur die kommen Gott schneller näher. Niemand bleibt der Zerbruch erspart. Niemand bleibt die innere Reife erspart. Wir müssen alle durch das Tal des Todesschatten gehen. Wir müssen uns so wie eine Schlange mehrmals häuten, umdenken, uns korrigieren, verändern, neu orientieren, mehrmals unseren Standort ändern. Manchmal kommt es um, wir geraten der Dorn und der Schwierigkeit, manchmal auf den steinigen Weg. Das Ziel ist das Wichtigste. Und das Ziel bleibt der Thron Gottes. Du und ich, wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Das ist der Zielbahnhof. Das Leben der Fülle, das Leben in der Gegenwart Gottes. Unsere Erwählung, das ist unsere Berufung, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht, dass ich mehr Geld habe oder gesund bin. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus beurteilt uns nicht nach dem Äußeren, sondern an unseren Früchten. Und die Bibel nennt hier einige Kriterien. Faule Frucht, gute Frucht. Und faule Frucht kommt aus selbstsüchtige, egoistische, lieblose Wurzeln. Da kommt faule Frucht. Und die gute Frucht kommt aus dem Heiligen Geist. Wie Liebe, wie Geduld, wie Frieden, wie Freude, wie alles das, was die Bibel uns so erzählt über das geistliche Leben, über das geheiligte Leben. Und wer so lebt, wird niemals Mangel haben, der wird immer wieder gesegnet werden. Faule Früchte haben negative Auswirkungen auf unser Leben. Und kleine Sachen, deshalb, wir sollen die kleinen Füchse nicht, den kleinen Füchsen nicht erlauben, dass sie den Weinberg bei uns zerstören, diese Kleinigkeiten. Wir scheitern nicht an den großen Dingen, sondern wir scheitern an den Kleinigkeiten, ihr Lieben. Und wir sollten daran arbeiten, diese kleinen Dinge des Lebens zu korrigieren, zu kontrollieren. Ja, der Heilige Geist will uns in die Gegenwart des Vaters bringen. Himmlischer Vater, du bist unser Schirm und unser Schutz. Du bewahrst uns vor den faulen Wurzeln und faulen Früchten. Heiliger Geist, du kontrollierst unseren Charakter und unsere Persönlichkeit und du gibst die richtige Frucht, die der Vater an unser Leben sucht. Lieber Heiland, lieber Heiliger Geist, schaffe in uns ein gutes und reines Herz und ein gesundes Herz. Schaffe in uns einen gesunden Glauben, Vater, dass wir dir vertrauen können und hilf uns, so zu werden, wie Jesus war. Halleluja. Und gib uns Kühnheit und Mut, keine Angst vor der Wüste, vor der Dürre oder vor was auch immer zu haben. Wir sind in dir verankert. Danke, Herr Jesus, dass du uns beistehst durch den Heiligen Geist und dass du jeden auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Ich preise Gott. Und ich segne alle meine Hörer, die jetzt auch diese Predigt hören werden. In Jesu Namen. Amen.